Ja, heute Abend geht es ja los mit Martin. Da drehen wir einen neuen Clip für unseren Kanal Martoms Abenteuer. Und da werden wir auf Aal angeln, aber nicht wie üblich Ansitzangeln oder ja, weiß nicht, was die Leute so kennen. Nein, wir werden ein Wartangeln auf Aal machen. Wie das genau funktioniert, das erklären wir dann heute Abend. Ich zeige jetzt noch mal ganz kurz die Montage. Ist eigentlich ja, ganz simpel. Ich mag keine komplizierten Montagen. Ich habe jetzt hier eine Spinnrute. Ja. Ich glaube 30 bis 60 Gramm Wurfgewicht. Ja, da nimmt man einfach das, was man da hat. Also da braucht man keinen großen Aufwand zu betreiben. Ich habe hier noch eine Freilaufrolle, die ist auch nicht unbedingt nötig. Auf der Rolle ist eine 040er Monofile. Und ja, das ist jetzt hier die Montage. Im Prinzip ganz, ganz einfach. Laufbleimontage. Was jetzt hier noch anders ist, ist, dass hier oben nochmal ein Einhänger ist. Da kann ich dann ganz einfach nochmal die Pose einhängen. Ja, um zu sehen, wo meine Montage liegt. Da muss auch nicht unbedingt ein Stopper dann oben drauf auf die Hauptschnur, sondern die Pose, die läuft dann einfach nach oben bis an die Wasseroberfläche. Ich werde die dann ganz leicht auf Zug halten und dann steht die Pose da, signalisiert sogar den Biss und kann frei auf der ganzen Hauptschnur gleiten. Und ja, wie gesagt, es hat den Vorteil, dass man sieht, wo die Montage liegt. Was gerade ja beim Wartangeln ganz wichtig ist, denn wir werden Stellen befischen, die man vom Ufer aus nicht befischen kann. Totholzansammlungen, Steinpackungen, dort wo auch Hängergefahr besteht. Ja, endlich ist es soweit. Heute, fast auf den Tag genau, vor 10 Jahren, und zwar genau am 1.8.2006 kam es zum ersten Wartangeln auf Aal hier bei uns, bei Martoms Abenteuer. Und zwar fing das eigentlich recht unspektakulär an, indem ich der Tom anrief und fragte, ob ich auf Aal angeln möchte diesen Abend. So richtig abgeneigt war ich eigentlich nicht, aber etwas faul. Dann habe ich eigentlich gedacht, na komm her, dann machen wir was ganz Spektakuläres. Wir ziehen uns eine Warthose an, nehmen eine Rute in die Hand, ein Päckchen Tauwürmer und ab geht's in die Aallöcher. Und dann wird das Loch für Loch abgeklopft. Und was da passiert ist, das war spektakulär. Solche Bissserien, die wir da hatten, waren klasse. Und heute wollen wir hoffen, dass wir das nochmal wiederholen können. Ja. Es war irgendwie aus einer Bierlaune heraus, ist es eigentlich entstanden. Hat sich dann aber doch als perfekte Methode herausgestellt. Weil wir nämlich Plätze befischt haben, die man vom Ufer aus nicht befischen kann. Und ja, anfangs haben uns die Leute belächelt, aber nachdem sie dann die Fänge gesehen haben, haben wir gelächelt. Heute knallt es auch wieder. Heute wird der Aalsack gefüllt. Das glaube ich auch. Denn ein ganz wichtiges Utensil beim Wartangeln auf Aal ist der Aalsack, den wir später noch mal vorstellen werden. Genau. Und da wir nach 10 Jahren noch etwas gealtert sind, habe ich mir einen mehr oder weniger Aalkrückstock gebaut. Na gut, das brauchen ja nur Rücken. Ja gut, so leicht geschädigte Rücken Menschen, die greifen dann auch gerne mal auf so eine kleine Aalsitzgelegenheit zurück. Man kann natürlich auch gerne sonst zu anderen Wartgelegenheiten nutzen, aber den wird es nachher auch noch geben auf dem Bild. Davon bin ich überzeugt. Mit einem Aal in der Hand. Natürlich auch perfekte Bedingungen heute. Es regnet und die Sonne scheint. Es ist Aalwetter. Ja,
Wir werden auch später noch Besuch bekommen. Es hat sich noch der Tommy angemeldet, der sich das Wartangeln auf Aal auch mal anschauen möchte. Ja, wie gesagt, der Grundgedanke eigentlich ist, dass man an Stellen gelangt, die man vom Ufer aus nicht befischen kann und die somit auch ja eigentlich nie auf Aal befischt werden. Wir werden jetzt Totholzansammlungen ansteuern, Steinpackungen und dort hocken dann die Aale drin. Zum Hauf. So, also jetzt geht's gleich los. Der Tommy ist auch schon da. Und jetzt stellen wir noch mal ganz kurz unser Equipment vor, was aber auch wirklich komplett abgespeckt ist. Also es hat eigentlich nichts mit Hightech zu tun. Wie gesagt, jetzt hier nur eine ganz normale Spinnrute, eine einfache Laufbleimontage. Und ein ganz wichtiges Utensil ist hier dieser Turnbeutel, der am Bartgürtel hängt. Und da kommen dann die Aale rein. Das ist der Aalsack. Denn wir stehen ja mitten im Wasser und ja, das gibt dann sowieso einen Spaß, wenn man dann einen Aal hat. Den muss man ja im Wasser ja am besten greifen mit so einem Krallengriff und dann mit einer Spezialzange, die der Martin hat. Ja, die hole ich gerade mal hier aus meinem bisschen raus. Handtuch auch immer ganz gut, falls die Nase mal läuft. Hier ist das Handtuch. Hier gesicherte Aalzange. Damit dann hier mit dem Klammergriff, zack, und ja, ab. Das ist wirklich ein und ja, ab, geiles Teil, diese Zange. Ab in den Sack. Einmal zugedrückt und der Aal ist sofort tot. Streckt sich. Und damit ich die Zange nicht verliere, habe ich mir die ein Stückchen Paracord am Körper befestigt. Alles hat hier seinen Platz. Und dann geht es auch schon los. Genau. Es wird noch so eine Stunde dauern, bis die Aale zuppeln, denke ich mal. Das ist jetzt kurz vor 10. Um 23 Uhr haben wir den ersten. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht beißt vorher noch irgendwas anderes an. Vielleicht sogar eine Barbe. Ich habe jetzt erstmal 3 Maden auf so ein kleineres Häkchen drauf gebaut. Und dann werde ich konsequent mit Wurm. Moment, beißen die Mücken. Versuchen. Oh ja, die sind sehr bitterbös. Und naja, gut. Wir werden sehen. Das Teil da hinten an Martins Hintern ist kein Stachel, sondern ja, sein Schemelchen, sein rückenschonende Sitzhilfe. Er steht dann quasi im Wasser. Da ich ja bei längerem Stehen immer so Rückenprobleme bekomme, habe ich mir einfach gedacht, nach 10 Jahren Wartangeln auf Aal hast du dir mal so ein Stühlchen verdient. Da habe ich mir heute mal innerhalb von 5 Minuten aus irgendwelchen Altholzsachen einen zusammengezimmert und ich werde es erstmals probieren heute. Ich habe schon öfters jetzt drauf gesessen, also es ist sehr bequem. Man kann ganz ruhig in der Strömung stehen und wenn wirklich ein großer Fisch dran ist, kann man auch mit einer ordentlichen Rücklast dem Paroli bieten. Und das wird heute Abend wahrscheinlich, hoffe ich sogar, der Fall sein. Bestimmt. Dafür sind wir hier. Auf einen guten Fang. So soll es sein. Und Tommy, du musst auch noch mit drauf. Ich finde 25er. So, jetzt sind wir komplett. Der Tommy ist auch da. Jetzt geht's gleich los. Ich bin mal gespannt, ob es der erste Aal wird seit 25 Jahren. Das wird es. Und nicht nur einer. Davon also, bin ich überzeugt. Ich gebe jetzt mal einen Tipp ab. Es gibt heute mindestens 6 Aale. Ü 60. Das ist natürlich sehr gewagt. Es werden mehr. Also ich bin fast überzeugt, dass es mehr werden. Dass man mit 3 Mann die... Also zweistellig? 10 Aale knacken werden, gehe ich davon aus. Es sind vielleicht ein paar kleine dabei, aber da wird auch der ein oder andere dicke Schlängler dabei sein.
jeden Fall. Gut. Das Schöne beim Badangeln auf Aal ist ja, die beißen relativ kurz und knapp. Also es ist kein Problem, auch mal so einen kleineren Aal oder einen, der nicht verwertet werden soll, ohne Probleme wieder zurückzusetzen. Wir haben ja ständig jetzt Fühlung mit der Schnur. Also es ist ein Spürangeln. Wir haben die Schnur ständig in der Hand und merken ja dann jeden Rupfer. Und ja, die Aale, die zupfen erstmal ganz leicht. Das kann minutenlang dauern. Dann denkt man, da ist vielleicht ein Gründling dran oder irgendwas. Und irgendwann merkt man, wie dann 2-3 Meter abgezogen werden. Ja, und dann, spätestens dann, ist es Zeit für einen Anhieb. Das sind meist diese Bisse, die du als normaler Ufer-Grundangler überhaupt nicht überhaupt nicht registrierst. Die fangen ganz, ganz zart an. Und wenn du dann nicht locker lässt, sind sie wieder weg. Wenn du sofort drauf klopfst, sind sie weg. Vorbei, weg. Gut, also ab ans Wasser. Jetzt. Runter wir kommen. Eigentlich sollte man ja sowas machen an einem Stück, das man gut kennt. Aber ehrlich gesagt war ich hier noch gar nicht. Ja gut. Der erste Biss. Ganz zaghaft. Aber ich glaube, es ist noch kein Aal. Ich habe jetzt hier einen relativ kleinen Haken dran, der Größe 8. Und mit einer 30er Schnur, also schon ein bisschen was Kräftigeres, und macht dann aber auch nur so einen halben, manchmal sogar nur einen Viertel Tauwurm dran, damit man doch dann relativ zügig anschlagen kann, bevor die Aale dann sich wieder ins Holz zurückgezogen haben. So, der Martin hat den ersten Fisch. Was ist es denn? Ganz brutal hat er zugeschnappt, der Kerl. Ein schöner Barsch. Okay. Naja. Gut, immerhin. Ja. Du findest gar nicht mehr. Doch. Ach so, was ist das? So sieht das dann aus. Das ist jetzt hier so ein Drittel von einem Tauwurm. Den werde ich jetzt hier schön ablegen. Ich habe jetzt hier meine Pose noch montiert. Das hatte ich ja vorhin schon mal vorgestellt, wie das funktioniert. Leise. Und ich stehe jetzt hier ungefähr in 20 cm tiefem Wasser und so einen Meter vor mir geht es dann richtig schön runter auf, also mindestens mal 1,30 Meter oder so. Das ist eine richtig schöne Kante, ein richtig schönes Loch. Und dahinter ist richtig viel Holz. Es ist auch ein weicher Boden dann da. Das ist so ein ruhiger Kessel. Und ja, ich rechne mir da halt ganz einfach aus, dass da dann auch die Aale sind, weil das Futter wird dann dort hingetrieben, sinkt dann langsam zu Boden ab. Die Bachflohkrebse, die sind im Holz drin. Und die Aale, die holen sich dann die Bachflohkrebse und das andere Futter, was angespült wird, wie ja, Insektenlarven, die von der Strömung mitgerissen wurden, Schnecken, Würmer, alles Mögliche. So, und jetzt geht's rein.
der erste Biss. In diesem ruhigen Loch jetzt hier. Ja, das kann dauern jetzt. Ja, da ist er, der Zupfer, ein Barsch. Ist der erste Fisch ein Barsch, ist der ganze Tag eben Barsch. So, die Pose steht wieder. Eben gerade bis, entweder sitzt er fest auf die Pose, die hat eben schön gewackelt, ich weiß nicht, ob man das sieht. Da kommt sie wieder hoch, eben zieht sie seitlich weg, ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Oh ja, da wandert er. Ja, er zuppelt noch. Ich glaube, ganz leicht sieht man das Tänzeln hier. Oh ja, brrt, brrt. Ganz vorsichtig wieder. Ja, ja. Entweder sitzt er in seinem Loch und schlängelt sich nur rum. Ja, da ist halt gleich das Holz unten dran. Der kriegt auch gleich eine. Das macht auch Sinn. Ja, wie schön. In der Pose ist schon. Achtung. Ja, der sitzt fest. Oh. Ah. Shit. Mist. Naja. Der nächste dann. Schöner Biss jetzt hier bei Matti. Schöner. Jawohl. Mit der Hand gelandet. Erst ganz zart angezuppelt. Und dann hat er ihn genommen. Wie früher, oder? Jawohl. Da ist er. Ein Krallengriff. Durchs Netz durchgeschlupft. Herr Lunke. So. Oh, ein Reihensäckchen. Zack, hinzu. Ganz zaghaft erst wieder. Gebissen und dann plötzlich abgerannt. Der nächste mit der Hand gelandet. Alles gab einen auf Wahl. Erfolgreich. Auf das Säckchen und rein damit. Schmackhafter Räucheraal. Ich glaube, das werden wir auch mal filmen, oder? Räuchern, ja. Ja. Ja, das ist jetzt hier der Köder der Stunde. Das Wurmschaschlik. Hat jetzt hier schon zwei Aale gebracht. Das sind einfach nur mehrere kleine Tauwurmstückchen, immer nur so einen Zentimeter groß. Ja, der geht jetzt wieder rein in das Aalloch.
Und wieder einer hat den Köder genommen. Oh, der ist ganz knapp. Oh, was für so ein Ding. Wo sind die alle raus, die Kerlchen? Tja, du musst auch mal da hoch. Ich lade dich mal ein in mein, zu meinem Aalloch. Mhm. Aalloch. Dass es eine falsch versteht. Zack. Und ab in den Sack. Langsam füllt sich das Säckchen hier bei dir. Links. Mhm. So, dann mach mal leer dein Säckchen. Nikolaustag heute. Nein. Ganz schön, ganz schön barschen. Was hat denn dein Säckchen so zu bieten? Wasserfahne. Das ist ja eine Wasserblase, die du da hast. Ach, guck doch mal rein. Hobby sein Aal drin. Ja, plus noch ein paar. Schön. Das hat sich doch gelohnt. Ja. 5 Aale. Ich habe noch 2 verloren durch Vorfach-Schnurbruch. Noch ein paar Bisse gehabt. Du hattest noch ein paar Bisse. Ja, hier denn noch ein Barsch. Ja, also. Einen Stöbel hatte ich auch noch. Die 6 Aale haben wir nicht ganz erreicht, aber ja, 5 waren es noch. Und 5 schöne. Also richtig schöne Räucheraale. Zwischen, ne, 55 und. Knapp 70 so in etwa. Ja, meine dürfte so 97 haben, denke ja, ich. Ja, wahrscheinlich. Da musst du aber dein Schnürbändel erst mal neben noch hinlegen. Ja, mit Vorfach natürlich. Ach so.